und herzlich willkommen. Heute in der Serie Exotische Früchte. Gucken, wohin wolltest du nicht? Naja, mal gucken, ob es klappt. Diesmal haben wir die Nashi. Nashi heißt auf Japanisch Birne. Bei uns wird es Nashi-Birne genannt, was ein bisschen plemplem ist, denn Birne essen wir nicht, sondern wir essen eine Nashi. Oder man sagt auch Apfelbirne dazu. Wie sie schmeckt, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe sie vor vielen, vielen Jahren mal probiert in einem Garten bei einem Kunden. Da habe ich mich dann einfach mal bedient, weil die so lecker aussah und die waren wirklich lecker. Aber wir probieren diese jetzt mal. Oh, da sind Kerne drin. Yippie. Ja, das kann Gehäuse schneiden raus. Also das Fleisch fühlt sich tatsächlich an wie Birne. Das kennt man ja, das ist so ein bisschen gröberer als beim Apfel. Schneiden wir das mal in Scheiben. Man kann die Schale mitessen, muss man nicht, kann man machen, wie gesagt. Man kann sie auch vorher schälen oder wie auch immer, genauso beim Apfel auch. Das kann also jeder für sich selber entscheiden, ob man da kleine Häppchen von macht. Und man kann das Ding auch so in die Hand nehmen und einfach reinbeißen, genauso wie beim Apfel oder bei einer Birne auch. Überhaupt kein Problem. Möchtest du zuerst? Und ich finde, links auch ein Apfel ist viel saftiger und klebriger als eine Birne. Dann probier mal. Koko läuft schon rum. Wenn jetzt ein Koko hält, darf ich vielleicht auch was. Sehr saftig. Sehr, sehr saftig. Ja? Hat sie verschluckt? Hier, trink mal einen Schluck. Alles gut? Tja, so ist das, wenn man gierig ist, ne? Nicht zu groß abbeißen, Baby. Kann passieren. Ja, also wie gesagt, von der Konsistenz her eher wie eine Birne. Sehr saftig. Der Geschmack erinnert mich jetzt gar nicht an Apfel. Finde ich auch nicht. Überhaupt nicht. Das sieht schon ein bisschen nach. Es sieht aus wie ein Apfel, schmeckt aber nicht wie ein Apfel. Schmeckt wie eine Birne. Aber da ist noch irgendwas drin, ich weiß nicht was. Was meinst du, schmeckt das noch nach irgendwas anderem? Warte mal. Langsam, nicht so viel. Ich finde, da ist nicht so viel süß, nicht so viel Zucker drin. Also man schmeckt nicht so viel Zucker. Finde ich und schmeckt. Aber ist doch süß, oder nicht? Ja, ist süß, aber ist süß. Ja, du meinst jetzt Zucker, so Haushaltszucker aus dem Päckchen. Ja, da ist sowieso nicht im Obst drin. Da ist kein Zucker drin, das ist Fruchtzucker, was hier drin ist. Und Obst darf ruhig süß sein. Und die ist wirklich sehr süß. Sehr süß. Sehr süß, ja. Schau mal, größere Stücke. Also wirklich sehr, sehr saftig. Unheimlich lecker. Wir hatten ja bei der Kaki, da waren wir auch begeistert von dieser Frucht. Die schmeckt unheimlich geil. Und da haben wir uns ruckzuck ein Bäumchen von bestellt. Da die Kaki bei uns frostfest ist, also die kann bis minus 19 Grad, es gibt sogar eine Sorte, die kann bis minus 29 Grad aushalten. Ja, Moment. Und wir werden jetzt auch von der Nashi-Birne uns einen Baum besorgen, denn auch die Nashi-Birne ist bei uns frosthart. Wie gesagt, ich habe schon mal bei einem Kunden damals im Garten gearbeitet, da stand so ein Nashi-Baum und der ist echt super lecker zum Naschen. Wenn du gerade vom Baum redest und dann selbst lecker zum Naschen. So, das war's jetzt von der Nashi. Da gibt es so viel gar nicht zu erzählen. Wie gesagt, saftig, süß, schmeckt ein bisschen nach Birne, gar nicht nach Apfel. Es ist noch irgendwas anderes drin, aber ich komme nicht drauf. Es ist etwas Fruchtiges, aber ich komme nicht drauf. Vielleicht auch ein bisschen Eigengeschmack kann natürlich auch sein. So. Und darf ich mir noch eins nehmen? Ja, du darfst mir noch eins nehmen, warte. Ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen. Das ist diesmal ja nicht so lang. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Und Svenja, Melody und Coco. Und Coco, ja, der geht da spazieren gerade. So, ciao, ciao. Und viel Spaß beim Probieren. Ist lecker. Brumm, brumm. Hallo. Probier mal die Nashi.
So, Coco probiert dann jetzt auch für uns. Oh, ist das lecker, Coco. Fein. Gesundheit. Gesundheit, Melody. Oh, Coco schmeckt das auch. Ja, dann müssen wir wohl demnächst teilen. Yummy, yummy. Dafür, dass du immer so brav bist.